Meine Damen und Herren, sehr geehrte Jurorinnen und Juroren, liebe Mitmenschen. Lassen Sie mich beginnen mit einer biografischen Notiz, die auch erklärt, warum ich mich hier und jetzt an der Ausschreibung beteilige. Ich bin Künstlerin und Autorin und nicht Künstler und Autor. Als ich vor über 30 Jahren meinen künstlerischen Diplomabschluss machen wollte, bekam ich mein Thema gleichsam aufs Auge gedrückt. Es entsprach so gar nicht meinem eigenen Vorschlag. Illustrieren Sie ungehaltene Reden ungehaltener Frauen von Christine Brückner. Je tiefer ich aber in diese Thematik eintauchte, desto mehr spürte ich, es passt doch. Zwar hatte ich mich nie als Feministin verstanden, kritische Bemerkungen zur Position von Frauen hatte ich indessen immer wieder geäußert. Daran möchte ich heute anknüpfen und sagen, Gender, ja bitte. Texte mit Gendersternchen lese er nicht, soll Harald Schmidt kürzlich gesagt haben. Und viele andere heulen mit ihm auf, dass gegenderte Sprache verhunzte Sprache sei, ein Genderquatsch, den niemand braucht. Eine Twitter-Userin schreibt, Sendungen, in denen gegendert wird, schalte ich blitzartig weg. Warum aber diese Aufregung? Es handelt sich doch vorwiegend um behördliche Formulare, Sachtexte und Reportagen, in denen und auch da nur stellenweise eine korrekte Gendersprache sinnvoll oder auch notwendig ist. Die schöngeistige Literatur, dieser Hort ästhetischer und individueller Sprache, ist doch so gut wie gar nicht betroffen. Ja, es kann umständlich sein, die Frauen mitzunennen und nicht nur mitzumeinen. Schnell kann ein Urwald entstehen aus Sternchen und Binnenis. Nun, wäre die Historie anders verlaufen und hätten Frauen ihre Rechte nie einklagen müssen, wäre das Mitmeinen tatsächlich eine ganz normale, wertschätzende Sache. Wir wissen aber, dass Frauen de facto im Mitmeinen versteckt werden. Sprachkosmetik, sagen auch manche, wenn Frauen explizit genannt werden wollen. Es komme doch auf die Fortschritte im Handeln an. Und da habe sich doch in den vergangenen Jahrzehnten ganz viel getan. Letzteres ist richtig, sollte aber doch gar nicht der Rede wert sein. Und einige Fortschritte erinnern auch eher an einen gebrechlichen Menschen, der eine Treppe Stufe für Stufe mühsam bezwingt. Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken? Dieses Buch erschien im Jahr 2000. Gegen das, was der Buchtitel uns sagt, sind wir noch lange nicht immun. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich noch, wie immer wieder lachender Beifall zu hören war. Ja, kenne ich, stimmt, genau. Man versteckt sich gern hinter dem Humor an der Sache. Frauen, die vehement für Gleichberechtigung plädieren, gelten schließlich als humorlos. Kleine Notiz am Rande: Zum Erscheinen des genannten Buches war es gerade mal 10 Jahre her, dass sich der letzte Schweizer Kanton dazu durchgerungen hatte, den Frauen das vollständige Stimmrecht zuzubilligen, 1990. Wenn man den Wurzeln nachspüren will, muss man tatsächlich bei Adam und Eva anfangen. Eva wurde ja angeblich aus einer wertlosen, weil notfalls verzichtbaren Rippe Adams erschaffen. Die Frau konnte also nur eine Art Billigware sein. Und mit der vermaledeiten Schlangengeschichte wurde sie zur Verführerin des Mannes gemacht, verantwortlich für den Rausschmiss aus dem Paradies. Über endlose Jahrhunderte eine Rechtfertigung dafür, dass die Frauen unter die Obhut, heißt im Klartext Vormundschaft des Mannes gehören. Auch wenn die Zeiten tatsächlich anders geworden sind, haben wir leider noch immer einige Aufräumarbeiten aus dem Mittelalter zu erledigen. In der katholischen Kirche lässt sich nach wie vor nichts gendern, denn Priesterinnen gibt es da nicht. Meines Wissens doch, aber diese Heimlichkeit wäre wieder mittelalterlich.
Schade, mit ihrer Maria war die katholische Kirche lange im Vorsprung. Die forcierte Marienverehrung zeigt allerdings auch deutlich auf, dass Frausein und Mutterschaft über Jahrhunderte einerseits idealisiert, andererseits dämonisiert wurden. Pech für Eva und Maria und alle anderen. Wie wir alle wissen, ist der Begriff Hexe ziemlich weiblich besetzt. 80% der armen Verfolgten, angeblich behext oder behexend, waren weiblich, denn männliche Magie galt als weniger gravierend und teuflisch, obwohl der Herr Teufel ja wohl ein Mann sein dürfte. Gern zeigte man Frauen als Quacksalberinnen an, die sich mit Kräutern auskannten. Oft waren es Hebammen. Auch andere starke Frauen, die auf einer guten Position waren und störten, wurden schnell zur Hexe umgewidmet. Ich erinnere an die zunächst erfolgreiche Katharina Henoth aus Köln, die man so schwer folterte, dass ihr Überleben nun auch wieder als Beweis für Hexerei angesehen wurde. Ich habe einmal ein Gedicht über sie geschrieben und möchte das Ende dieses längeren Textes vorlesen. Nur eine Hexe, spuckten sie vor mir aus, kann jetzt noch leben. Der Stapel Holz war schon entfacht, da kam der Notar, der meine Unschuld beweisen sollte, und ich signierte das Schriftstück mit meiner linken Hand. Entsetzt malten sie das Kreuzzeichen in den Rauch, denn links schreibt der Teufel. Hier ist die Wahrheit, rief ich und hob den blutigen Stumpf meiner Rechten. Nicht immer ging es dermaßen an Leib und Leben, um die weibliche Konkurrenz auszuschalten. Es gab auch subtilere Mittel. Die über Jahrhunderte währende Lichtzulassung von Frauen an Universitäten, erst im 19. Jahrhundert änderte sich das in kleinen Schritten, diente selbstverständlich dazu, weibliche schlaue Köpfe gleich schon dem Wettbewerb zu entziehen. Mit dem hinlänglich bekannten Argument, der Platz der Frau sei es, für Mann und Kinder zu sorgen, wurde Bildung gleich schon gedrosselt. Die höheren Töchterschulen, die es immerhin ab ungefähr 1800 gab, waren infolgedessen nur für die Vorbereitung auf die häuslichen Pflichten eingerichtet und boten nicht etwa die Möglichkeit des Abiturs. Die Lehrerinnenausbildung war folglich auch nicht akademisch. In der Tradition dieses Nicht-Akademischen ist heute noch zu sehen, dass in Kindergärten und Grundschulen fast nur Frauen beschäftigt sind. Den Kindern täten, so weiß man, durchaus ein paar männliche Bezugspersonen gut. Vielfach wurde in den letzten Jahren angemahnt, dass man die Gehälter in diesen Bereichen erhöhen müsste, als eine Art Lockmittel für männliche Bewerber, nicht aber, um damit zu sagen, dass die Frauen unterbezahlt werden. Ein Kurzgedicht von mir schaffte es vor einigen Monaten in eine Shortlist. Kleinigkeiten, was wollt ihr eigentlich noch, werde ich manchmal gefragt. Nun gut, das Fräulein ist endlich getilgt, aber ein Mädchen hat noch immer ein Rentchen in Aussicht. Nicht immer, aber noch immer zu oft. Der besonders konservative Biologe Ulrich Kutschera sagte einmal, dass es evolutionär bedingt sei, dass Männer die Frauen verlassen. Gut zu wissen, dass Mutterwerden will folglich gut überlegt sein. An anderer Stelle sagt er, dass Männer, rein evolutionär bedingt natürlich, jüngere, hübschere Frauen bevorzugen, die im Übrigen nicht besonders wortgewandt sind. Komisch. Angeblich sind Frauen doch sprachbegabter als Männer. Das wäre dann allerdings gar nicht gut für den Fortbestand unserer Art. Kommunizieren wir am besten wieder steinzeitmäßig. Da braucht's dann unter Garantie keine Gendersprache.